Herzlich willkommen zurück, Mappe. Endlich bist du wieder da. Jo. Vorige Woche, Genf. Ich habe die Zeitung durchgeblättert und habe geweint. So viele tolle Nachrichten und du nicht da. Ja, leider verpasst. Was hast du gemacht in Genf? Fußball gespielt. Und? Eroli-Fußball. Naja, nur 6. von 8. Okay, fangen wir an. Genau. Du warst ja mir eiser gewisser Ruf voraus. Gegen den möchte ich jetzt angehen. Na, schauen wir mal, ob das gelingt. Also jetzt am Montag auf jeden Fall habe ich mir die Zeitung angeschaut und es ist mir gleich was aufgekommen, was mir wirklich schwer an die Nieren geht. Was war das? Es ist Wahlkampfzeit. Ja. Und da machen sie anscheinend wirklich kuriose Sachen. Die machen alles. Der Chefmann von den Neos, er schubst eine Kuh. Echt? Eine lebendige Kuh, eine arme, unschuldige, braunäugige, liebenswerte Kuh. Schubst darum. Für Bilder, für Stimmenfang, für Wahlzwecke. Das geht nicht einfach. Das geht nicht. Und? Das sagst du und ich. Aber wo ist bitte Global 2000? Wo ist der WWF? Wo sind die anderen Parteien, die diesen Wahlskandal endlich einmal aufgreifen? Kühe schubsen für Wahlkampfstimmen. Nicht einmal die Grünen haben was gesagt. Nicht einmal die Grünen. Org. So nicht, meine Lieben. So nicht. Gut, haben wir noch irgendwas weniger Aufwühlendes gehabt am Montag? Nein, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, hast du gelesen? In Südkorea hat eine Frau in der Nacht ihren Garten den Penis abgeschnitten, weil er lieber Golf spielt, als mit ihr Zeit verbringt. Wegen Golf spielen? Ja. Hat sie den Penis abgeschnitten? Ja. Der hat jetzt im Bett sicher ein Handicap gehabt. Das glaube ich auch. Du, wenn wir gerade in der Region sind, hast du mitgekriegt, dass der Red Bull Erbe auf der Flucht ist? Der hat scheinbar einen Zahn geführt oder so. Ja genau, und Interpol, die jagen den, aber ich glaube, die erwischen den nie. Kein Wunder, Red Bull verleiht Flügel. Also am Dienstag hat wieder mal die Titelseite gezeigt, auf was so einem hohen kreativen Niveau die heute Journalisten arbeiten. Mhm. Okay, da geht es darum, kurioser Tausch. Mhm, ich hab's gesehen. Also, ich muss sagen, meine Rechtschreibung ist jenseits von Gut und Böse. Willkommen im Club. Aber dadurch, dass sie das die Kuh kursiv gemacht haben, habe ich gecheckt, ups, da ist irgendwo ein kleiner versteckter Hahaha drin. Mhm. Und wie man das dann kommen, ist man kurioser Tausch. Weißt, das ist eine wunderbare, wunderbare Kreation. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jeder verstanden hat, auch bei einer intern, weil ich weiß nicht, hast du gesehen, 2 Tage später ist für den Layouter ein neues Jobinserat in der Heute gestanden. Ja, aber sicher nicht bei der gehen müssen, sondern weil sie einfach weitere brauchen, die so gut sind. Das kann sein. Also für mich ist die Geschichte einfach nur cool. Was haben wir am Dienstag noch gehabt? Die Air Berlin ist ja, wie wir alle wissen, ziemlich in der Bredouille. Ja. Ziemlich. Ich will nicht schwanken. Ja, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Okay. Weil du kannst dich nämlich beschweren bei der Air Berlin, wenn irgendwas mit deinen Flügen nicht passt und das ist eine Mehrwertnummer in Deutschland und wenn dort ganz viele anrufen, dann ist sie gerettet. Das ist ein genialer Ansatz. Das hat so ein Startup-Flair für mich. Genau. Wie kann man Umsatz generieren? Top. Wirklich top. Wo wir bei Top sind, ja, haben wir jetzt leider auch einen Flop anzukündigen. Also mir ist das aufgefallen, wie gesagt, ich bin kein professioneller Journalist. Ich kenne nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber mir ist was aufgefallen. Und zwar der Kaffeeschäumer, Milchschaumschläger. Mhm. Das ist ein Artikel, so habe ich gedacht. Ich lese den, er schaut aus wie ein Artikel. Und es ist von unten ein Preis dabei. Mhm. Und es steht Foto von Nespresso. Mhm.
ich muss ganz offen sagen, nach allen Kriterien, wo ich mir das angeschaut habe, das ist pure Werbung. Aber auch schon das für Artikel. Aber nicht gekennzeichnet. Das darf eigentlich nicht sein. Es ist nicht okay. Nein, ist nicht okay. Lieber Reiter, sorry, zwei Daumen nach unten. Jo. Das kennt ihr besser. Okay, ich sag's ja, ich habe mich bemüht. Ich habe mich wirklich bemüht, dass ich meinem Ruf entgegenarbeite. Aber das Niveau der Sendung nach oben hält. Aber ich habe trotzdem eine Vermutung, was die Top-Nachricht am Mittwoch war. Ja, ich meine, entschuldige, aber die heute haut da jeden Tag Sachen mit Bi um die Ohren. Und ich kann irgendwann kann ich nicht mehr aus. Ja. Also was war's? Orgasmusanfall. Orgasmusanfall. Titelseite. Entschuldige. Im Drogeriemarkt. Ich würde gerne wissen, ob das ein medizinischer Terminus ist. Gibt es den Orgasmusanfall? Ist das sowas wie ein Schlaganfall? Kann den jeder haben? Und wenn ja, wie will man den haben? Ich persönlich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch keinen Orgasmusanfall gehabt in meinem Leben. Wir verbreiten das Thema jetzt nicht und gehen zur nächsten Nachricht. Ich kann mich nichts dafür. Aber bitte, was ist die nächste Nachricht? Aber was ernst ist. Ja, okay. Warte. Okay. Bin mir ernst. Was haben wir? Aber was ernst ist. Okay. Was? Ja, und so weiter. Was ernst ist? Großbritannien. Ein okay. 5-Jähriger findet im WC eine Python. Eine Python-Schlange. Python-Schlange. Ich meine, das ist ein Albtraum. Stell dir das vor. Also, ich kann man das ja gar nicht vorstellen, eigentlich, der Schreck. Und du musst jetzt jedes Mal, wenn du aufs Klo gehst, dran denken, dass da so ein Python drinnen sein. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Naja, schwierig ist es da, aber in meinem Klo ist immer ein Python, wenn ich drauf sitze. Nein, klar. In Wien hat ja jetzt die Schule angefangen und in der Schule lernt man ja fürs Leben. Und in Australien hat eine Schule Kindern einen Link zu einer Pornoseite unabsichtlich geschickt. Weil das hätte eine Einladung sein sollen. Unabsichtlich. Das war ein Tippfehler. Du bist dir sicher, dass das Australien war und nicht Wien? Ja. Nein, auf der Titelseite heute steht ja auch Baby mit 14. Es läuft super. Okay. Also ich nehme an, dass die Wiener Schulen ähnliche Sachen machen und das dann die Hausübungen sind. Möglich? Ha, wir leben in einer schönen Welt. Gut, was haben wir noch gehabt? Naja, aber auch österreichische Fluglinien haben Schlagzeilen in der Heute. Hast du das gesehen? Ja. Neue Economy Class mit Supersitzen gegen Rückenauer. Ja, war gut. Ich hab mich abrufst vor Lachen. Rückenauer. Schön. Genial. Fliegen Sie mit der Auer Airline. Dann nicht mehr. Aber, nein. Völliger Blödsinn. Total Schwachsinn. So wie die ganze Sendung. Absolut. Es ist wieder mal soweit. Und bis mal, bin es nicht ich. Es ist Freitag. Ja, ich habe auch heute mit. Das ist ja klar. Wirklich? Natürlich. Ich meine, ich habe es ja gelesen, die Kommentare, manche Leute glauben, wir machen das absichtlich. Nein, das hat sich deppert oder was? Ja. Entschuldige, aber das ist. Red kein wir sind inkompetent, aber wir bemühen uns. Ja. Also, nein. Ich mein, aber du hast wirklich nicht mit? Ich war in der Früh zuerst in der U-Bahn-Station, dann einkaufen, ins Büro und jetzt beim Dreh, heute Freitag. Wo ist? Thomas, bringst mir du bitte die heutige. Was ist das? Hast du den Fisch eingepackt in die Zeitung? Ja, klar. Was machen wir da jetzt? Der stinkt ja schon. Alter, was geht denn mit dir?
Soll man willst, willst du das lesen oder was? Nein. Nein. Komm. Das tun wir jetzt nicht, oder? Kannst du das wieder weg so ein bisschen? Geh, okay, bitte ja. Thomas Fischmann, kann den Fisch wieder weg. Jetzt sag aber nicht, ich hab's hast nicht probiert. Hast du was zahlt für den Fisch, ah? Natürlich. Hat man da aus seinen Kühlschrank gelegt? Natürlich. Bist du sicher, so wie der stinkt nicht? Was heißt das jetzt für... Ich hab heute uns, also... Los, Mann. Ich will nicht beschreiben. Wir machen jetzt das Fenster auf und schicken euch. Dann, wenn ihr gute Fischrezepte habt, schreibt es in die. Oh. Danke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Mittag heute.